Namaste, Namaste, Sali zusammen. Herzlich willkommen zu einem intensiven Sonntag mit uns vom KIMI Report auf YouTube und auf Rumble. Selbstverständlich, weil natürlich Sonntag ist, ist auch Salontag. Und beim Salon sind wir oft auf der Partnerplattform auf Rumble zu finden. Und da möchte ich einen Kommentar verdanken, einen kreativen, anregenden Kommentar von Isabella AR. Sie schreibt, ich glaube nach wie vor, dass sie und Niklas auf YouTube ein Einführungsvideo machen müssen, wie sich nicht englisch sprechende Menschen auf Rumble anmelden können. Sie suchen das Problem der zu wenigen Abonnenten auf Rumble wirklich am falschen Ort. Andere Leute machen einen Teaser auf YouTube und haben den Link in der Beschreibung bzw. einen Kommentar, der fix oben angeheftet wird. Es geht darum, dass wir immer noch nicht verstehen, warum bei Rumble so wenig Leute ein Abo, ein kostenloses Abo hinterlassen. Ich habe bereits mit Niklas gesprochen, also geschrieben. Gesehen habe ich ihn jetzt nicht. Wir waren ja auch noch mit Hermine und Jean-Marc unterwegs letzte Woche. Und wir werden schauen, was wir da machen können. Auf jeden Fall, so schwierig ist es nicht, das zu abonnieren. Genau, weil wir ja unterwegs waren, können wir wie immer auch etwas erzählen. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, sagte schon Matthias Claudius. Und wir waren auf dem Weg nach Landquart, haben wir Zwischenstopp gemacht in Ebnat-Kappel, respektive auf dem Wintersberg im Haus der Freiheit. Ihr seht, wie schön das im Grünen erhaben auf dem Hügel liegt, mit wunderbarer Aussicht ins Toggenburg. Allerdings hatte es doch auch wieder geschneit dort. War also nicht ganz so grün wie auf diesem Foto. Und auf dem Bild auch die drei von der Tankstelle, Jean-Marc, Toni Brunner und meine Wenigkeit. Und wir werden ja dort spielen am 14. Juni 2024 im Haus der Freiheit, Landgasthof Sonne auf dem Wintersberg, genau oberhalb von Ebnat-Kappel. Ein Dinner und Kabarett, Beginn 18 Uhr. Mit anschließendem Kabarett. In der Pause gibt es ein tolles Dessert. Ansonsten die nächsten Vorstellungen sind 26. April, 27. April, 30. April, 3. Mai und 4. Mai. Ihr seht das alles eingeblendet und alle weiteren von diesem Jahr unter megaschweizer.ch. Tickets gibt es unter info@männerpraxis.ch oder auf megaschweizer.ch. Denkt daran, bis 30 Tage vor einem Event gibt es die Early Bird Tickets, die ein Stückli, sogar einen zweistelligen Betrag, günstiger sind, als wenn man innerhalb von 30 Tagen vor der Aufführung bucht. Ja, jetzt aber zu unserem Thema: der Aufstand und Sieg der geimpften Kängurus. Das mag sehr märchenhaft tönen, ist aber auch sehr speziell. Nun, in Australien, ihr erinnert euch, war ein sehr strenges Covid-Regime da. Keine weiteren Kommentare dazu. Wir sind auf der YouTube-Plattform. Auch Novak Djokovic könnte da seine Erzählungen in mehreren Videos darreichen, was er erlebt hat, um schlussendlich dann nicht spielen zu dürfen. Nun, in einer Provinz oder in einem Staat von Australien ging es besonders streng zu. In Queensland, das ist im Nordosten mit der Hauptstadt Brisbane, sehr strenge Maßnahmen dort, auch Zwangsmaßnahmen, auch bei Angestellten. Und jetzt hat The Guardian, entschuldige mich, darüber berichtet. Zum Beispiel The Guardian mit Covid-Vaccine-Mandates unlawful for Queensland Emergency Services Court Rules. Und es ging vor allem um Klagen, die von den sogenannten Frontline Workers eingereicht wurden. Das sind eigentlich die Menschen an der Front, das sind Feuerleute, Feuerwehrsleute, Polizisten, das sind sogenannte Paramedics, medizinisches Pflege- und Fachpersonal, Apotheker und natürlich auch Ärzte.
vaccine technology that had been studied for years but not approved. Front? Ja, also eben studied for years but not approved. Also ja, das kann man ja sagen, dass man das jahrelang studiert hat und gecheckt hat und geforscht hat auf den mRNA, aber die Journalistin sagt selbst, die waren bis vor Covid-19 nicht zugelassen. Ja, und dann sieht man wirklich Bilder der großen Freude hier vor dem Gerichtsgebäude. Ich nehme an, in der Hauptstadt in Brisbane. Richtige, fast schon enthusiastische Freudenstänze von den Menschen, die da rausgekommen sind nach der Gerichtsverhandlung, wo eben das Gericht gesagt hat, das war nicht korrekt, das war nicht nach den Menschenrechten, das war nicht nach der australischen Verfassung, dass man eben gerade diese Leute, die man dringendst gebraucht hat, gezwungen hat, sich impfen zu lassen. Ein Gerichtsentscheid, der natürlich sehr, sehr große Wellen schlagen könnte, auch in seiner Konsequenz selbstverständlich. There's been a bombshell ruling in favour of Queensland's frontline workers who took their bosses to court fighting against COVID-19 vaccine mandates. The decision means directives ordering police and paramedics to get the jab were unlawful and had no... Genau, also eben unlawful, also gegen das Gesetz, nicht gesetzlich, und die Journalistin sagt a bombshell, also wirklich ein Urteilsbeben, könnte man das fast, oder ein Erdbeben von einem Urteil. Und da äußert sich zum Beispiel so eine Pflegefachfrau, was ihr geschehen ist und was ihr vor allem nicht geschehen ist. Today they won. It's, you know, been a long time coming after being stood down without pay for 2 years. Also sie ist entlassen worden, sie musste ihren Job als Krankenschwester, als Pflegefachfrau aufgeben und hat dann einfach 2 Jahre überhaupt kein Geld bekommen, weil sie fand in Queensland auch keine Anstellung mehr, obwohl man dringend das Personal gebraucht hätte, aber sie hat die Impfung verweigert. Nun, Nick Coatsworth, er ist ein Arzt in Australien, er hat eine national wichtige Funktion gehabt als Vice Medical Officer of Australia. Also er wäre in den United States, in Amerika wäre er der Vize Fauci gewesen, bei uns der Vize Daniel Koch zum Beispiel, oder? Und er war aber the Spearhead of the National COVID-19 Vaccination Campaign. Also er war die Galionsfigur pro Impfkampagne, und er wird jetzt da von diesem Sender Nein, Australia, Nein, wird er interviewt. Und er, schaut mal, was er da für eine Figur macht. Ich finde es sehr interessant. To explain this to that medical expert, Dr. Nick Coatsworth. Doc, good morning to you. This is pretty extraordinary, isn't it? Can you walk us through the ruling? It is extraordinary, Carl. Before I do that, I can't do this segment without acknowledging my own role in the system that promotes. Also das ist natürlich erstaunlich. Er sagt, ja, bevor ich überhaupt etwas sage, muss ich zugeben, dass ich da ja auch eine Rolle gespielt habe in diesen Impfobligatorien drin. Das muss einfach erwähnt sein. Also er nimmt das schon mal. Sagt er, mea culpa, ich war da eine der treibenden, wenn nicht die treibende Kraft in diesem System drin. Nun, das machen nicht alle, und wir kommen noch darauf zurück. Declared unlawful under Section 58 of the Queensland Human Rights Act. As you know, this caused so much conjecture and angst at the time, right? So what does it actually mean now for those frontline workers who made this complaint? It could mean a number of things. It could mean that some of them get their jobs back. It could open the way for civil proceedings. Ja, and it could mean, es könnte auch bedeuten, nicht nur, dass die ihre Jobs zurückbekommen und dass jetzt die Türen weit offen sind für weitere zivilrechtliche Prozesse und Klagen. Es könnte vor allem auch bedeuten, dass viele Menschen, insbesondere Menschen, die viel arbeiten, an der Front arbeiten, nicht so viel verdienen, einfach das Vertrauen in die Regierung, in die Behörden verloren haben. Aber nochmal, Nick Coatsworth, er steht hin und sagt, ja, ich war mit dabei, ich war die treibende Kraft
Vielleicht das, was Nicolas Rimaldi in meinem Interview, das wir letzte Woche ausgestrahlt haben, gesagt hat. Nicht zu viel Lob für Ueli Maurer. Man müsste auch mal sich entschuldigen oder eben Reue zeigen. Mittlerweile gebe ich ihm da mehr Recht als auch schon. Und ich denke, dieser Vize-Deputy, also dieser Vize-Chief Medical Officer, Entschuldigung, diese Anglizismen, aber wir sind in Australien, von Nick Coseworth, das ist, wie es eigentlich gehen sollte. Habt ihr das mal von Fauci gehört? Habt ihr das mal von Joe Biden gehört? Habt ihr das mal von Wieler gehört? Habt ihr das mal von Alain Perse gehört? Habt ihr das mal von Koch gehört? Der blödelt eigentlich nur noch herum und hat das Gefühl, er könne sich so als Superlustiger seiner damaligen Verantwortung entziehen. Habt ihr das mal von Schneck, von Galatti, von Rickli, von anderen Hardlinern, von den GLP-Präsidenten, Großen, der ja die nicht zuerst die Nicht-Geimpften markieren, dann die Geimpften markieren wollte. Nix, absolut nix. Und da ist das natürlich schon fast Role Model, also schon fast leuchtturmmäßig in seinem Verhalten. Da haben wir noch einen anderen sympathischen Staatspräsidenten, der sich auch absolut nach wie vor keinerlei Schuld bewusst ist. I am absolutely, absolutely serene and confident that I made the right choice. Also er ist absolut überzeugt und sicher, dass er das Richtige getan hat mit all seinen Acts, Gesetzen, Dekreten, muss man sagen, die er erlassen hat. Ja, hören wir noch diesem Vize-Medical Officer zu. You know, we have a human rights commissioner, a federal human rights commissioner, who was unfortunately quite silent during the pandemic on some of these issues. Also er sagt, sie haben einen Human Rights Commissioner, also einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Menschenrechte, für Grundrechte, auch im medizinethischen Wesen. Und er sagt, leider war diese Funktion sehr schweigsam, war diese Person, dieser Mensch, der in dieser Funktion war, hat sehr viel geschwiegen zu diesen ganz entscheidenden, die Menschen und Grundrechte betreffenden Fragen. But you rightly point out, Nick, that that you're a government official promoting vaccines during the pandemic. You're a big boy, you can defend yourself. Ja, das ist so der australische Slang. Yeah, come on, und du warst ja ein Mitglied der Regierung, du warst ja der Vize-Chief Medical Officer. You are a big boy, you can defend yourself. Also du bist ja ein großer Junge jetzt, du kannst dich selbst verteidigen. Und was er jetzt sagt, das lohnt sich da wirklich ganz genau hinzuhören. Es ist sehr, sehr eindrücklich und es gibt uns wieder, wie viel wollen wir sagen, 2%. Seien wir großzügig, weil es ist Sonntag. 2% mehr Hoffnung für eine bessere Zukunft. Yes, I think we did get that wrong. And I think you can say hindsight is 2020, but Carl, hindsight gives us foresight. And if we have another pandemic, we should think long and hard whether mandates for vaccines are justified. Also, er sagt, ja, 2020 war das der Rückspiegel, das war dann mal, aber wir haben auch eine Zukunft vor uns und sollte, und das ist das Entscheidende, was er sagt, finde ich, nochmals so eine Pandemie kommen, mit oder ohne L nach dem P, müssen wir sehr genau, und er sagt es mehrfach, sehr, sehr, sehr genau hinschauen, ob wir je wieder ein Impfobligatorium einführen sollen oder nicht. Und das finde ich schon mal... Er bekommt jetzt nicht das goldene Mikrofon für die beste Aussage, aber immerhin, wie gesagt, es wäre schön im Sinne der Auseinandersetzung und der, ja, auch ein bisschen der Reue, wenn mehr Leute auch in Europa und in den Vereinigten Staaten, auch in United Kingdom, in Großbritannien, solche Interviews führen würden. Und dann, um noch einen draufzusetzen, gehen wir doch weg von Australien. Da hat dann... The Telegraph in Großbritannien gesagt, oder? Also, dass da Daten über, es geht um die Übersterblichkeit, zwar von den offiziellen Behörden an die Pharmafirmen gingen, aber nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Und das ist natürlich ein gewaschener Skandal, oder? British MPs, also britische Mitglieder vom Parlament, oder, haben das Gesundheitswesen, bei uns würde man sagen, das Bundesamt für Gesundheitswesen, BAG,
angeschwärzt oder verurteilt, dass sie Daten zurückhalten. Und sie sprechen auch von einer Wand des Schweigens, a wall of silence auf diesem Thema. Sogar übergreifend, also parteiübergreifend, verschiedene, ich glaube, es sind 4 Parteien, also Mitglieder, Members of Parliament von 4 Parteien, die haben Victoria Atkins, das ist die Gesundheitsministerin unter Rishi Sunak seit, glaube ich, Herbst 2023, und über die zunehmenden Beunruhigungen, Fragen und Verdächtigungen in der Öffentlichkeit betreffend die Raten und die Zahlen über Übersterblichkeit seit 2020. Und die viele Minister sagen und Presseleute und Medienleute und Pharmavertreter sowieso sagen, ja, nein, das hat nichts zu tun mit diesen Impfungen, sondern es sind Backlogs, also das sind heftige Nachwehen noch der Pandemie. Aber diese Parlamentarier, die sind mit dem nicht zufrieden, die sagen, ja okay, wenn das so ist, was ja viele behaupten im Mainstream, dann zeigt uns doch bitte, dass there is no evidence, dass keine kausalen Zusammenhänge bestehen zwischen den Impfungen und den übermäßigen oder der Übersterblichkeit. Das wäre ja eigentlich auch das, was man unter Wissenschaft verstehen würde. Sie sagen dann auch, if those data do indeed exist, please share them. Also wenn diese Angaben, wenn diese Daten vorhanden sind, dass keine Zusammenhänge bestehen zwischen Impfung und Übersterblichkeit, dann bitte teilt diese Daten mit uns im Parlament und dann auch mit der Öffentlichkeit, oder? Und sie sagen dann auch, there is no place here for blind faith. Hier ist kein Platz mehr für einfach blindes Vertrauen und blindes Schicksal. Finde ich ein guter Brief, den die da geschrieben hat. 21 sind es immerhin, oder? Plus noch Parteizugehörige, die nicht als Member of Parliament gewählt sind, oder? 4 Parteien, ich habe es richtig im Kopf gehabt, haben zum Health Secretary und Department of Health and Social Care. Ich weiß nicht genau, wie die Struktur ist im Gesundheitswesen. Das wird wirklich etwas so sein wie RKI, BAG und so weiter. Also haben die da zur Feder gegriffen. Und sie haben auch zu den regulierenden Medizinbehörden, das wäre dann Swissmedic, geschrieben, and the UK Health Security Agency. Da fällt mir jetzt gerade kein Pendant ein. Vielleicht das eidgenössische Departement des Innern, Abteilung Gesundheit, das wäre dann aber wieder das BAG. Also eigentlich an alle Instanzen haben sie geschrieben, oder? Und was ich gesagt habe, the data have been released to pharmaceutical companies, but not put into the public domain. Also da wurden eigentlich, wenn man das kriminalistisch sagen will, die Täter wurden beliefert mit Informationen, aber die Opfer nicht. Ganz schwierig. Und was auch jetzt passiert, Covid Inquiry postpones Vaccine Investigation. Also das heißt, es soll erst nach den Wahlen wieder weitergemacht werden. Auch das ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal von Großbritannien, so traurig das es ist. The letter was organized, also der Brief wurde geschrieben von eben dieser übergrenzparteilichen Vereinigung, All Party Parliamentary Group, APPG, und mit dem Campaign Group Use for Them. Also es ist schon traurig, dass die gewählten Member of Parliament, dass das nicht mehr reicht in einer funktionierenden Demokratie, sondern dass sich da noch Splittergruppen aus diesem Parlament bilden müssen, um wirklich nach dem Motto «Haut den Bossen auf die Flossen». Man kann es wirklich nicht anders sagen. Insbesondere die Partei Reform UK hat sich sehr stark gemacht für eine öffentliche Untersuchung in diesem Zusammenhang zwischen Übersterblichkeit und Impfungen. Der Mann heißt Richard Tice oder Tice, sagte, das wäre ein sehr seriöses Problem mit wirklich vielen Tausend, man spricht von einer Übersterblichkeit von 31.000.
dying than expected and suggested. Und er will das jetzt einfach wissen, wenn wirklich keine Evidenz da ist, keine Rationalität, keine Kausalität, okay, aber er will die Beweise. Nicht nur er, eben 20 andere wollen das eben auch wissen. Und immerhin, das Gute daran ist ja, dass da wirklich extensiv berichtet wird in einem Mainstream-Medium, in einer öffentlichen, sagt man, Qualitätsleitmedienzeitung wie The Telegraph, oder? Und the Office of National Statistics has been accused of overestimating excess death in the first year of the COVID pandemic. Also dort, wo die Impfung noch nicht da war, wird jetzt auch das nationale statistische Büro wird auch angegriffen, gesagt, ihr habt diese Zahlen nach oben gedrückt, weil, wie wir ja auch von Herrn Cassis in der Arena gehört haben, jeder, der gestorben ist und auch einen positiven PCR-Test hatte, wurde, und da hat er sich hinter die WHO gestellt, gesagt, ja, das ist, war ein Covid-Toter. Die alte Geschichte, PCR-positiv, ohne Symptome, Motorradunfall, an Covid gestorben. Also das wird jetzt, soll ich sagen, auch, wird es in der Schweiz aufgegriffen? Ja, fragt Philipp Kruse, was er erreicht hat bisher. Und das ist, weiß Gott, kein Vorwurf an diesen fleißigen, sich fast zu Tode arbeitenden Mann, aber gehen wir da offiziell solchen Dingen nach? Ich meine eher nein. Ich bin fast sicher, ich weiß es noch nicht, weil ich habe das Video ja in diesem Moment noch nicht hochgeladen. Wahrscheinlich hat es unter dem Bildschirm war so ein blauen Balken, wo man nachlesen kann, was man bei Covid-19 tun soll. Mit besten Grüßen vom Bundesamt für Gesundheit. Oder? Ja. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, kommt natürlich schon wieder eine Uni zurück nach Australien. Ich weiß, ich bin ein bisschen sprunghaft, aber es passt dazu. Also nicht die Sprunghaftigkeit, aber dieses Zitat. Western Australia University. Und sie sagen, das Urteil von diesem Gericht, dieses offizielle Urteil von einem offiziellen Gericht, bedeutet nicht, dass alle Covid-Impfungen nicht berechtigt oder schwächlich oder ungut waren. Ich bin gespannt, ob das wirklich ein Präzedenzurteil ist von diesem Gericht in Queensland. Wir werden sehen, ob noch andere Frontline Workers, First Responder, wie man auch sagt, eben Feuerwehrleute, Spitalpersonal, Pflegepersonal, Ärzte, Sanitätsfahrer, ja, auch Polizisten mussten ja sich diesem Impfprozedere unterwerfen. Das soll es gewesen sein, nur natürlich von YouTube. Und wir haben noch als Rosine den Salon. Und ja, dort geht es auch um Medizin, dort geht es auch um Pharma, dort geht es auch um, sagen wir mal, sehr, sehr spezielle Geschäfte. Ansonsten sind wir hier am Ende und wir sagen Amandla, Avetu. Schön, dass ihr schon mal hier dabei wart. Lasst auch bei unseren Freunden und Gastgebern von YouTube ein Abo. Das wäre wunderbar und ansonsten sehen wir uns. Ihr müsst nur die Plattform, den Kanal wechseln auf Rumble. Nein, nicht den Kanal, nur die Plattform. Es ist immer noch der Kaimi Report. In diesem Sinne, mein Name Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos. Man sieht sich.